Langsam, Chantal. Keine Hektik. Jetzt kurz aufblicken. Lächeln. Nicht so viel Zähne zeigen. Dezentes Lächeln. Nun der verführerische Augenaufschlag. Haltung nicht vergessen. Rücken gerade. Kinn heben. Taste nicht so verkrampft halten. Den kleinen Finger spreizen. Sieht das nicht ein bisschen tuntig aus? Bei einer Tunte sieht das tuntig aus. Bei einer eleganten Dame sieht es ganz elegant und grazil aus. Jetzt Tasse langsam zum Mund führen. Und jetzt müssen Sie Ihr Gegenüber auf sich aufmerksam machen. Hören Sie, warum trage ich die ganze Zeit diese knappen Höschen, klimpere mit den Wimpern und zeige Zähne? Also wenn mein Gegenüber immer noch nicht auf mich aufmerksam geworden ist, dann hat er entweder kein Faible für elegante Damen oder er ist schwul. Und zwar ein Schwuler mit einem ganz schlechten Geschmack. Weil dieses Outfit müsste ihm gefallen. Joan Collins hat im Denver Clan nämlich ein ähnliches Outfit getragen. Und zwar in den Folgen 29, 78 und 83, als sie gerade... Jetzt sind wir beim Thema Improvisation. Und Sie haben eine Anweisung schon richtig gut umgesetzt. Wie eine Marionette an den Fäden. Fast so gut wie die Dietrich in Der Teufel ist eine Frau. Aber jetzt müssen Sie sich in die Rolle der teetrinkenden, eleganten Frau mit sexuellem Notstand reinversetzen. Ihr Gegenüber, der sich schon an Ihren Outfit satt gesehen hat, den müssen Sie jetzt mit irgendwas, mit einem Überraschungseffekt kommen. Ja. Improvisation gehört zur Schauspielkunst. Geben Sie mir etwas, was ich nicht erwarte. Und war ich gut? Der Überraschungseffekt ist Ihnen tatsächlich gelungen. Aber Sie sind über das Ziel hinausgeschossen. Sie sollten mich anflirten. Und Schlürfgeräusche beim Teetrinken sind ganz unten auf der Flirtskala. Naja, aber mir ist eben nichts Besseres auf die Schnelle eingefallen. Schon gut, Sie haben sich ja Mühe gegeben. Sie haben bestanden. Oh, na Gott sei Dank. Wissen Sie, dieser Schauspielkurs ist viel schwieriger, als ich es jemals vermutet hätte. Sie sind ja noch nicht ganz durch, meine Liebe. Ab nächste Woche heißt es, Texte lernen und Dialoge nachspielen. Haben Sie gerade Texte lernen gesagt? So wie in der Schule? Dachten Sie, Hamlet hat seinen Text vom Teleprompter abgelesen? Hat er nicht. Legen Sie endlich Ihre rosa Kontaktlinsen ab. Schauspielerei ist ein ernster Beruf. Wenn Sie sich nicht bald ins Zeug legen, schreibe ich Ihnen kein Diplom aus. Das müssen Sie nicht. Ich habe schon ein Diplom. Und zwar ein Hochschuldiplom. Eingerahmt in meine Abstellkammer. Weil da war gerade noch eine Wand frei, wissen Sie. Ich habe sonst überall Fotos von mir aufgehängt. Moment, Sie haben studiert? Ja, da staunen Sie, was? 3 Jahre lang. Fernstudium an der Daniela Katzenberger Universität für Fortgeschrittenes Irgendwas. Habe ich auch bestanden, und zwar mit der Bewertung BB. Und was heißt das? Besonders blond. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Lassen Sie uns jetzt zu den Sprachübungen wieder zurückkommen. Es grün so grün den Spanien... Die richtigen Sprachübungen, nicht diesen alten Hollywood-Scheiß. Blaukraut bleibt Braukraut und... Ach! Nochmal! Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ich glaube, jetzt hat sie's.